Willkommen zurück zur vierten Folge XCOM Enemy Within Iron Man Mode auf dem Normal inzwischen. Wir haben gerade unser erstes Ufer abgeschossen und warten jetzt auf unsere Forschung, würde ich sagen. Das ist ein New Research. Das Scope erstmal zur Verfügung, das ist sehr gut. So, wir bauen jetzt einen Arc Thrower. Build Facilities. Das sollten wir auf jeden Fall ausreden. 5 Tage müssen wir auch noch warten. Build by Items, Scope, Manufacture. Eigentlich brauche ich nur einen Sniper im Team, deswegen brauche ich auch nur einen Scope, würde ich sagen. Ich brauche einen Sergeant. So, der Arc Throw wird erforscht. Raven. Sein New Research. Genau, Arctor. Forscher, das kann ich sozusagen nicht passenden Dingens erforschen. Experimental Warfare. So. Das kann ich, wenn ich den passenden Gebäude. Nein, ich muss Gebäude bauen. Facility. Zellet Uplink. So, und zwar das hier, Alien Containment. Construction. Alles andere geht nicht. Weil ich da eine bestimmte Anzahl an Engineer sozusagen binde. So, Build by Items, den Arc Thrower. Kann ich dann schon mal einmal bauen. Und dann ist mein Geld für diesen Monat schon wieder so gut wie aufgebraucht. So, what is it, Doctor? It's remarkable. The crystalline structure housed within the canister is actually a suspension containing billions of cybernetic nanomachines, each made up of both organic and mechanical components. My team's analysis indicates these microscopic robots are capable of assembling mechanical structures with unprecedented efficiency. With further study and some specialized facilities, we may be able to engineer a sort of cybersuit that interfaces with the human body. My team is more interested in the possibility of physically altering the tissue itself, incorporating aspects of the alien's own genetic adaptations by using the nanites to fuse the foreign material. The commander will have to decide where the greatest advantage lies. Is there anything you agree on? Given the apparent purpose of the nanites, they allow combining organic materials with one another, or with machines. We have at least agreed to call them Meld. Irgendwie die Zwischensequenz kann ich mir irgendwie immer wieder anschauen. Ich finde die einfach nur episch. So, Research. Ich weiß, das geht ja nicht immer alles durch. Ja, dankeschön. Alien Materials analysieren. Assign new construction. Build facilities. Cellar Power Generator müsst ihr jetzt bauen. So. Fehlt mir alles. Situation Room. Aber ich habe gar keinen Mission bekommen von dem Council. Oh. Commander. We're tracking several reported abductions via the Hologlobe. I've got the coordinates locked in. Ja, wahrscheinlich dann Asien nehmen.
Auch wenn Europa ein bisschen, naja, nicht so toll ist. Aber Asien ist auch ganz. Ja. Ich denke, das passt schon, dass ich da Asien nehme. Aber ich kann ja bis jetzt bloß. Moment, ein Labor kann ich schon bauen. Müsste die anderen retten. Ich brauche nicht die Scientists, ich brauche die Engineers aus Afrika. Ist jetzt bloß Indien und Deutschland, die scharf gehen. Mir sind die zwei. Ist in Europa das andere? China? Nee. China? Doch, ja, nicht China, ist Europa. Mist. Dann muss ich hier China nehmen. Weil ich sonst ein Problem habe, dass Europa um bis zu zwei Panik erhöht wird. Dann verliere ich Deutschland mit dem nächsten Bericht. Da habe ich eigentlich keine Lust. Customize, du kriegst das, aber du wirst trotzdem leider rausgeschmissen, Recommend. Weil. Ich habe gar nicht mehr einen anderen. Ich muss mal kurz Baracken. View Soldiers. Frau. Ah. Hatte ich schon Desert Fox? Ist schon gestorben? Hä? Ich hab wohl keinen Desert Fox. Reaperman, Bandeline, Guppy. Usehold. Warum ist denn auch meine Verletzte gerade nicht mehr drin? Hä? Ich verstehe es nicht. Assault, Support, Sniper, Assault. Ne, hier ist er doch. Ist wieder im Dienst. Aber trotzdem. Ich habe keinen Desert Fox. Boah, ich kann auch ein Hardcore 6 in die wieder reinnehmen. Felix. Hardcore 6 in die. Und 4 rum. Affirmativ, Commander. Bestätigung, Commander. Komm, mal so, das passt ziemlich genau. Bin ich wohl durch. Das hier. So. Herr Helmet. Kriegt er den? Ey, Abductions. So, ich wollte jetzt China machen, genau. Weil ich den Heavy nicht brauche und die Enden werden nicht mehr im Konflikt mit den Scientists. So, und Reaperman. Ich brauche nicht noch einen Sniper dabei, tut mir leid. Clear Unit. Hat K6 und Edit Unit, Loadout. Du kriegst jetzt das Medikit. Edit Unit, nein, Edit Unit, Loadout. Da bekommst du das Scope. Edit Unit, Loadout. Du kriegst das andere Medikit. Loadout, da ich es auch schon fertig habe, kann ich auch einen Arc Thrower mitnehmen. Nein! Boah, hässlich. So, was müsste jetzt. Müsste doch stimmen. Für Facilities.
Alien Containment, genau, habe ich schon. China, confirm. Das Squad stimmt noch. Sehr gut. Los geht's. Strike 1. Prepare for landing. Begin assault. We're heading into China for the next operation. Hier diese. Ach, das sieht nach einem Bombenangriff aus. Central, this is Big Sky. Strike. Oder auch nee. Standing by for your orders. Roger, Big Sky. Reading you 5x5. Strike 1 has the green light for deployment. Das ist doch eigentlich eine kleine Map. Wo ist das Meld? Da ist Meld Nummer 1. Ja. Ich könnte eigentlich sprinten, aber wie gesagt, der ist eh ziemlich nutzlos, wenn er einmal anfängt zu laufen. Immer noch. Und der ist lahm wie Sau. Im Eilmarsch. Ich meine, nicht davon ausgeht, dass ich direkt auf Aliens treffe, dass ich die wahrscheinlich. Ja, dann müsste ich auch noch sprinten. Ein Overwatch habe ich ja, falls sie doch nicht zu nahe kommen. Ne, machen sie nicht. So, ach, der ist echt so lahm. Das ist das untere entdeckt. So. So, hab ich erstmal das Meld gesichert. Was war das für ein Geräusch? Wurde gesichert. Hier ist nix. Soll ich einfach durch die Mitte rennen oder was? Rücke vor. So scharf drauf, einmal knallhart durch die Mitte zu gehen. Ich muss jetzt auch mal dashen. Bevor du ein bisschen geblieben bist, muss ich das mal so machen. Wenn ich den jetzt so weit rennen lasse, das ist dumm. Vor allem sonst, wenn er an der Ecke rennt, dass man auch schießen kann. In Bewegung. Auf einer Höhe ist das, glaube ich, besser. Muss halt eine Pistole schießen. Der wird wahrscheinlich auch die erste optische Pistole kriegen, die ich benutzen kann, die ich irgendwie erbeute oder so. Wenn ich das tue. Andere Melz da hinten, sagt's. Okay. Verstanden, Commander. Da. Mehr auch nicht. Was sind die? Das ist doch jetzt echt verarscht, was sind die Gegner? Ich kann nur nach und nach immer. Die sind doch wahrscheinlich links rum. Um mich drum rum. Na, kommen sie doch. Einer ist auf jeden Fall im Overwatch gelandet. Schade. Justiere Zielvorrichtung. So. Ich glaube auf jeden Fall eigentlich noch weiter hier in die Richtung, weil da war noch Meld angezeigt. Rücke vor. Ich kann die Ware sehen.
müssen wir dahin sprinten, leider. Mach mich los. So, du musst mitgehen. Ich möchte zwei da vorne haben. Ich möchte zwei Antidot haben. Commander. 50%, komm, deine Chance. Jawohl. Direkt mal ein Doppelkill hier gemacht. Das sollte ihn dann auch direkt einen Rang befördern, wenn er uns dann sozusagen nach dem Match. Nachgeladen. So, hab ich die erste Mal, die hinter mir waren, ein bisschen ausgeschaltet. Ich hab auch das zweite Mal gesichert. Das habe ich damals schon festgestellt, dass die extrem schwanken in der Schwierigkeit, die Mission meiner Meinung nach. In Bewegung. Als würde irgendwas schweben. Boah, freaky. Freaky. Bin dran. In Bewegung. Da hinten sollen die letzten sein. Ich geb Gas. Zieh ich dich mal schnell nach. Wobei, wie du jetzt weg bist, nützt mir das gar nichts. Immer noch nichts in Sicht. Wahrscheinlich ist es da hinten, wo ich in der letzten Ecke. Renne! Wahrscheinlich mal ein bisschen weiter näher zusammenziehen. Ne, weiter näher zusammenziehen. Deutsch, Deutsch. Deutsch, Deutsch, gut Deutsch. Ich gut Deutsch. Oh, wir haben was treffen, Wahnsinn. So. Bin unterwegs. Ich denke, die sollte da noch nichts sehen, doch sieht was. Eine mit 56 da. Wenn man Schuss wagen darf, Guppi. Jawohl, sogar einen weggemacht. Das ist mir gut. Ich wollte sagen. Perfekt. Dann kann ich den in Arcs vor, dass wir uns einfangen können. Die Homes. Boom. Reaction Shot. Au, 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 au. Ich sehe ihn nicht mal. Oh, aua. Alles gemein.
kommt nicht bis hin. Oh. Eigentlich dürfte da nicht sichtbar sein. Ja, das ist nicht sichtbar. Kann ich nur schießen. Okay, das ist leer geschossen. Ist aber heilen, hoffe ich mal. Nein, ich komme gerade nicht hin. Ey! Ich habe die Deckung zerschossen hier. Ich will ihn eigentlich mit diesem Arc-Thrower einfangen. Da jetzt gerade nicht trifft, so wie er steht. Oh! Oh oh. Das ist gar nicht der letzte. Das ist natürlich sehr ungünstig. Dann nur 84%. Komm, holen wir. Sehr gut. Position bestätigt. Wen wir bewegen. Alle auf Overwatch und Entdeckung. Na, was schießt jetzt alles? Ein Treffer. Schießt noch mehr. Aber jetzt habe ich keine Overwatch mehr, um die ich um den kümmern kann. Und der scheint ja auch auf Overwatch gegangen zu sein. Hier in Position. Mal nachladen. Nein! Ich will das Befehl nochmal ändern. Nein, darf ich nicht. Das darf ich aber. Ist auf Overwatch, aber ich darf die Waffe noch ändern. Sehr gut. Das wollte ich ja auch nochmal. Oh. Ja. Sniper, komm. Triff mal, was bewegt ist da. Schade. Was Unsichtbares wusste dann nicht. So, nachgeladen haben sie jetzt alle. Au! Wo ich die vorhin geheilt habe. Ah, oh, kein Medikit mehr dabei. Nur ein Medikit. Nö, hier habe ich noch eins. Ganz ruhig, Soldat. Ich glaube, es ist auch deutlich seltener, als die Aliens kritische Treffen machen auf Normal. So, jetzt mal Run and Gun. Go, go. Prozent, komm, machen weg. Jawoll, ins Gesicht. Perfekter Einsatz hier. Ah, noch ein Heavy. Gut, zwei Heavys kann man auch gebrauchen. Shirley Holmes, 7 Tage verwundet. New Medal. Urban Combat Badge, now unlocked. Und International Service Cross auch gleich noch mit unlocked. Wasserpistole. African Hero. Okay, es gibt nur einen Zug. Preparations in the containment facility are well underway. Nee, im Kingdom, ja, die Kingdom ist sogar deutlich mehr als einen hoch.
Mindestens zwei, wenn nicht sogar drei, ging es da hoch. You can now honor our soldiers by awarding them medals for accomplishments you deem appropriate. You can view and award medals in the barracks. Sein plus zwei Will, plus zwei Aim. Ich denke, der Will ist sinnvoller. Award Medal. Was bringt mir Will? Ich glaube, Widerstand fehlt gegen Gedankenkontrolle und Panik. Das sollte man Guppi bekommen. Der hat schon ganz gut jetzt was gerissen. So, und die Urban Combat Sperr, Assign Power, Defense und Cover, Aim against Enemy in Full Cover. Es ist halt generell besser, denke ich. Ne, ich benutze immer das Aim, dass ich besser treffe. Gibt es erstmal meinem Sniper. Beziehungsweise mir selber ja eigentlich ist es ja, wem ich es da gebe. So, ist doch ein schöner Abschluss für diese Folge. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, ihr bleibt dran. Bis bald.